So, aufgewärmt, die Energie kann durch alle Gelenke und durch den ganzen Körper fließen. Leben ist eingehaucht und dann kann ich mal sagen, schauen wir uns mal das Leben hier draußen in der Natur an. Beginnen wir den Gartenrundgang hier auf der Terrasse bei diesem super sonnigen und frühlingshaften Wetter. Dürfen auch die Jungpflanzen ein bisschen auf der Terrasse Sonne tanken. Also hier zum Beispiel habe ich schon die ersten Tomatenpflanzen. Die habe ich schon sowieso mehr oder weniger abgehärtet. Also ich habe die immer über den Tag über ins Gewächshaus reingestellt und dann in der Nacht wieder ins Haus. Auch so sind sie auch gekeimt. Das heißt, die sind schon ein bisschen robuster und nicht ganz verwöhnt, als wenn sie im Haus gekeimt werden unter LED-Licht. Und da habe ich schon wieder dieses Jahr an die 50 Sorten, denke ich. Wieder einmal. Ach, Tomaten sind immer sowas Schönes. Und das hier ist jetzt eine Tomatenpflanze, die irgendwie wild mit bei einer Chili-Pflanze aufgegangen ist. Also ich weiß nicht, welche Sorte es sich dabei handelt, aber die ist schon so kräftig. Dann dachte ich mir, ja gut, nimmst du sie einfach mal mit. Die darf ja auch ein bisschen sein. Und sonst habe ich hier drüben die ganzen Paprika, Chili und Auberginen. Da habe ich schon mit der Jungpflanzenanzucht im Januar angefangen. Ja, schon recht kräftig. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Chili-Pflanze. Mal schauen, dass ich sie ein bisschen bekräftige. Dahinter ist jetzt zum Beispiel eine Paprika. Na, bleibst du stehen? Okay, schaue ich dann später dann nochmal. Muss ich irgendwie eine Stütze machen. Und die sind alle im Januar aufgekeimt. Dann habe ich hier noch ein bisschen rote Beete, die ich jetzt kürzlich pikiert habe. Die stehen jetzt auch schon immer im Schatten und die tue ich dann immer in der Nacht in die Garage stellen. Dort hat es ungefähr 4 Grad. Das sind jetzt auch bisschen kräftiger geworden, gefällt mir auch sehr gut. Dahinter zum Beispiel, das ist jetzt Rotkohl und Kohlrabi, also beides rote. Das sind rote Kohlrabi und roter Rotkohl. Die habe ich auch die letzte Zeit pikiert, die sind überwiegend im Gewächshaus, da stehen sie auch in der Nacht drin, da gehen wir auch später noch hin, da sind noch mehr Jungpflanzen. Und sonst habe ich dann von meinem Freund hier ein bisschen glatte Petersilie mal mitgenommen, weil ich nur die Krause ausgesät hatte und dachte mir, gut, nimmst du auch mal die glatte Petersilie für deine Familie und für deine Freunde mit. Und hier hinten dann weiter rote Beete, noch mehr rote Beete und hier meine Paprikas, Auberginen und weitere Chilis. Das hier jetzt zum Beispiel, das ist eine Zwetschge, die ich aus dem Kern gezogen habe, aber die ich im Kühlschrank stratifiziert. Das dahinter, hier der kleine, das ist ein Apfel aus dem Samen. Und die beiden hier, das sind usbekische Weintrauben. Die habe ich mir auch mal aus dem Russenmarkt geholt und habe mir da die Kerne aufgespart und die sind auch gekeimt. Und sonst die große Pflanze da. Das ist Physalis, ein Steckling, den ich von der Pflanze genommen habe und der steht schon seit November im Haus und ist auch schon recht groß geworden, auch wenn ich Physalis noch nie so erfolgreich angebaut habe. Probiere ich es dieses Jahr nochmal, zum dritten Mal. Hier in dem kleinen Hochbeet mit der Ranghilfe für die Bohnen wächst jetzt hier unten ein bisschen Winterportulak, habe ich im November ausgesät, wächst so langsam heran bei dem schönen Wetter, kann dann auch bald ernten. Das super oder das Wunderbare an Winterportulak ist, wenn es zu heiß ist, dann fängt halt an zu blühen und die Samen keimen auch nicht unter 10 Grad, so viel ich mitbekommen habe. Das ist halt wirklich ein wunderbares Gewächs, was man über den Winter anbauen kann, einfach blühen lassen. Samen können sich zum Beispiel auch wild aussehen dann.
weil die keimen halt erst, wenn es dann so Richtung November geht. Das ist halt eine richtig schöne Winterkultur neben dem Feldsalat. Und hier oben im Hochbeet kommen jetzt auch schon langsam Spinat, den ich im November ausgesät habe. Der keimen und wachsen jetzt auch so langsam vor sich hin. Bei dem traumhaften Februar-März-Wetter gibt es ja die optimalen Bedingungen für ihr Wachstum. Und freut mich dann auch, wenn man den ersten Spinat des Jahres ernten darf. Hier in der kleinen verwilderten Ecke, wo ich den Steinhaufen für Tigerschnägel hingebaut habe, da die Aronia-Beere wächst und dahinter ein bisschen Erdbeeren am Boden rumwachsen dürfen, habe ich jetzt auch von meinem Freund, dem Bauern hier im Dorf, der mich angelernt hat, habe ich mir jetzt Beinwell geholt. Also ich habe mir insgesamt 3 Pflanzen geholt, die ich hier im Garten reingesetzt habe. Und Beinwell ist eine wirklich super Pflanze, also die kann man so viel für vielseitige Sachen nutzen. Also einerseits hat Beinwell richtig große und dicke Pfahlwurzeln. Das heißt, wenn man die am Beetrand reinsetzt, dann kann man jetzt zum Beispiel unliebsame Kräuter wie Fünffingerkraut unterdrücken oder andere Beikräuter. Außerdem bildet Beinwell eine richtig große Blattmasse. Das heißt, die kann man super als Jauche dann ansetzen oder auch zum Mulchen. Dann aus den Blättern kann man sich zum Beispiel auch eine Salbe machen, die, wenn man Verletzungen hat, entzündungshemmend zum Beispiel wirkt. Hat mir mein Freund dann auch gesagt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist richtig interessant. Und sonst ist es auch eine wunderbare Pflanze für Bienen. Die blüht, hat richtig schöne Blüten. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich die auch hier reingesetzt habe, einerseits um das Fünffingerkraut zu unterdrücken und natürlich auch für die Bienen. Und wenn wir schon bei den Bienen sind, habe ich mir auch weitere Oregano-Pflanzen geholt. Hier ist auch ein wunderbarer Bienenfreund, deswegen habe ich die auch von meinem Freund gleich mitgeholt. Das sind richtig schöne Pflanzen. Und was mir jetzt auch hier aufgefallen ist, kommt schon wieder die Blumenzwiebeln raus, also man merkt schon, es ist wunderbares Wetter und habe auch schon die ersten Bienen auch gesehen, einen bei mir im Gewächshaus zum Beispiel. Also das heißt, die Natur erwacht, Bienen und Insekten fliegen schon vermehrt rum. Also im zweiten Hochbeet keimen schon die Radieschen vermehrt auf. Das freut mich schon richtig sehr, jetzt Ende Februar, dass die Aussaat doch geklappt hat, auch überall. Und die hier im Hochbeet, weil die Scheibe drauf ist, haben sie nochmal ein kleines Klima, was so ein bisschen das Gewächshaus simuliert. Die sind bis jetzt am weitesten vom Wachstum her. Hier jetzt bei diesem Hochbeet, da keimen jetzt ein paar wenige auf. Dürfte ich vielleicht noch mal ein bisschen angießen. Also das Wetter ist gerade optimal. Was ihr jetzt hier auch sehen könnt, ich habe neue Steine bekommen von meinem Nachbarn, die ich erhalten habe, habe ich jetzt hier noch mal aufs Hochbeet aufgelegt als Wärmefallen und auch ein bisschen als Windschutz da hinten bei dem Hochbeet genauso. Also die Steine habe ich da geschenkt bekommen. Ich zeige euch dann auch später beim Gewächshaus hinten am Rand, da habe ich auch noch mal ein paar Steine aufgeschichtet. Und auch bei der Zwetschge zeige ich euch gleich. Dort habe ich einfach die Steine aufgeschichtet und ja, einfach als Wärmefalle, um Wärme zu speichern, zum Beispiel auch hier beim Gewächshaus. Und natürlich auch, um viele verschiedene Tierchen wieder anzusiedeln, weil da tummeln sich sehr viele. Jetzt zum Beispiel Echsen, die mögen es, wenn es ein bisschen wärmer ist, mit durch die Steine oder auch viele verschiedene Schneckenarten. Und hier hinten, da habe ich jetzt zum Beispiel nochmal
Beinwell ausgepflanzt. Auch an dem Rand von dem, an der Totholzhecke, aber damit sich so Gras oder Beikräuter nicht so stark verbreiten. Und Phacelia, das Monster, winterhart ohne Ende. Freut mich jetzt auch schon, dass die rauskommen. Und hier nochmal ein paar Knoblauch. Also Knoblauch habe ich hier überall gesteckt. Also jetzt kommt hier überall der Knoblauch raus. Auch hier bei den beiden Hochbeeten. Nochmal Knoblauch. Die habe ich von meinem Freund auch. Der hatte Knoblauch in einem Topf vorgezogen. Die habe ich einfach genommen. Haben das überstanden, diese Kälteperiode, erholen sich langsam. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch Knoblauch, den ich gesteckt habe in dem Beet. Die Zwiebeln, die kommen auch schon überall raus. Habe ich auch im Herbst gesteckt. Hier, wie gesagt, habe ich Feldsalat ausgesät. Kann man jetzt nicht so viel erkennen. Nur mal schauen, da werde ich wahrscheinlich dann Kohlrabi oder diese Wintersalate reinsetzen. Die sind alle im Gewächshaus. Da kann man schon die ganzen Kisten sehen. Werde ich euch auch gleich zeigen. Und hier auch nochmal ein paar Zwiebelchen, die jetzt so langsam aus der Erde rausschauen. Und hier habe ich dann auch nochmal Oregano. Zwei Pflanzen am Rand hier hingesetzt, auch wieder an den Totholzhaufen. Und hier ist es unser Erdbeerbeet. Also hier kommt Salat, der ist wild aufgegangen. Hier vorne auch wieder die Mischkultur. Erdbeeren und Knoblauch. Und hinten am Rand sind zum Beispiel Zwiebeln, die hier so lang wachsen dürfen. Und sonst was hier auch, das ganze Kohlrabi oder Kohl, der hat überwintert. Hab noch ein paar Erdbeerpflanzen, kann ich dann auch mal hier reinsetzen. Und freue mich auch schon wieder richtig auf die süßen Erdbeeren. Und dann muss ich mal schauen, weil da hinten ist Forimire. Könnte ich dann auch ein bisschen entfernen, damit die Erdbeeren ein bisschen mehr Luft haben. Hier im Gewächshaus die weitere Jungpflanzenanzucht von Rote Beete, verschiedenen Salaten, Wintersalate überwiegend, die kann ich dann auch bald schon im März aussetzen. Hier verschiedene Kohlsorten, auch Rotkohl, Blumenkohl, Spitzkohl, Kohlrabi, alles mögliche. Also war eine ganze Pikierparty sozusagen. Auch wenn ich wieder diesen Begriff von anderen Garten-YouTuber klaue, ist mir egal. Also so viel pikiert, schon wirklich schön, dass man immer was zu tun hat, weil man sucht sich beziehungsweise immer die Arbeit. Das ist immer so, also mir wird draußen in der Natur nie langweilig. Und ja, das fällt mir wirklich sehr. Hier auch ein bisschen ausprobiert mit dem Fenchel. Mal schauen, ob manche Fenchelpflanzen vertragen dann schon gut die Kälte auch. Noch mehr Zwiebeln, kann ich dann auch bald alles pikieren, noch separat in den Töpfen.
hier auch noch Kohlrabi. Da hinten zum Beispiel der Versuch mit Dill, der kann hier auch schon mal im Gewächshaus stehen bei 0 Grad, macht dem auch nichts aus. Und die Tomaten hier, das sind noch weitere, die habe ich auch im Gewächshaus hier stehen lassen bei 0 Grad, hat den auch überhaupt nichts ausgemacht. Also da sieht man auch, wie robust auch die Pflanzen sind. Da hinten, da habe ich nochmal die dicken Bohnen in Töpfe eingesät. Einfach wenn dort, wo ich sie ausgesät habe, die nicht rauskommen, dass ich dann mehr oder weniger noch einen Ersatz habe. Deswegen habe ich hier nochmal versucht, die dicken Bohnen vorzuziehen. Und dahinter ist auch nochmal ein bisschen Salat in der Voranzucht. Also Platz fehlt es nicht. Und hier hinten im Gewächshaus, da ist nochmal ein bisschen Radieschen, was rauskommt. Da habe ich ein bisschen das Problem, dass die angeknabbert werden von Erdflöhen oder irgendwie sowas. Also, naja, ist eben so. Hatten wir immer das Problem hier im Gewächshaus, das ist sowieso nur die Vorkultur zu den späteren Tomaten und Auberginen. Im März oder im April freuen sich viele natürlich auf die Bärlauchzeit. Habe mir jetzt auch von meinem Freund ein paar Bärlauchpflänzchen geholt. Habe ich hier im Schatten reingesetzt. Also Bärlauch wächst sehr gut im Schatten. Im Wald findet man den ja auch immer unter Bäumen zum Beispiel. Und habe ich jetzt hier beim Rosmarin eine Pflanze oder einen Ableger hingepflanzt. Und hier hinten zwischen dem Lavendel. Das habe ich beim Lavendel deshalb gemacht, weil wenn der Bärlauch, der blüht dann irgendwann im April und Mai. Und im Hochsommer ist die Pflanze also von oben her weg, ist halt wie eine Zwiebel sozusagen. Das heißt, die Wurzeln sind zwar da, aber der obere Teil ist nicht mehr da. Und da fängt dann der Lavendel an zu blühen und wird dann den wahrscheinlich verdecken. Deswegen habe ich jetzt so diese Kombination gemacht, dass halt im zeitigen Frühjahr der Bärlauch anfängt zu wachsen und zu blühen und später dann der Lavendel. Und so sind die beiden sich nicht ganz so im Weg oder beziehungsweise ergänzen sich auch so mehr oder weniger. Zumindest eine Blumenzwiebel, die ich hier im Dezember reingesteckt habe bei der Wildblumenwiese, ist rausgekommen. Bei dem Rest muss ich noch ein bisschen schauen, ob da überhaupt noch was wird. Aber es hat ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Jedenfalls den Knoblauch, den ich hier reingesteckt habe, der ist schon auch wieder super rausgekommen. Hat die Extremität auch nichts ausgemacht. Und das Interessante dabei ist, dass ich zwar überall so viel Knoblauch und Zwiebeln gesteckt habe, alles Geile, ich esse davon gar nichts. Ach ja, ist das nicht schön. Auch die Kartoffeln oder sowas baue ich alles an für andere Menschen, nicht für mich. Ach, das nennt man Permakultur, nicht wahr? Jedenfalls habe ich auch hier bei der Pfirsich habe ich Knoblauch reingesteckt. Kann man auch schon ein paar grüne Zipfelchen sehen. Habe ich deshalb gemacht, weil der Knoblauch anscheinend helfen soll gegen die Kräuselkrankheit. Und der Pfirsich hatte die leider letztes Jahr auch schon. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass man schon an den Knospen erkennen kann, dass sich diese Fruchtansätze bilden. Bei der Pfirsich, müsst ihr wissen, braucht man Drillingsknospen, damit die Früchte ansetzen können. Und ich habe schon überall bei meinen Pfirsichbäumen, auch im Schrebergarten, geguckt. Die haben sehr viele Drillingsknospen, also ich kann mich vielleicht auf dieses Jahr auf eigene Pfirsiche freuen. Ach ja, Pfirsiche vollreif sind echt ein Gaumenschmaus.
was sehr entspannt ist, ist einfach hier im Schrebergarten den Vögeln beim Singen zuzuhören. Deswegen bin ich auch sehr gern hier, weil es ist hier einfach ruhig abgelegen. Da hinten Waldrand. Es ist einfach ein stilles Plätzchen in der Harmonie. Und letztens habe ich und mein Vater jetzt nochmal ein Hochbeet hier zwischen den beiden riesen Bäume aufgebaut. Das ist ein bisschen im Halbschatten. Und das sind einfach die Platten, die wir da hinten aus dem Wasser gezogen haben. Also das sind jetzt diese hier. Haben wir einfach mal spontan gedacht, bauen wir nochmal ein Hochbeet. Muss ich noch ein bisschen füllen. Komposterde habe ich mir besorgt von meinem Nachbarn, der mir auch die Steine zur Verfügung stellt. Danke nochmal. Bekomme ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Komposterde. Kann ich hier nochmal gut füllen. Hier auf dem Boden, da wo die Holzplatten sind, war überall Laub. Habe ich auch alles ins Hochbeet mit reingeworfen. Ein bisschen Pferdemist, der ist jetzt auch ganz unten und in der Zwischenebene, weil es noch recht frischer ist, ist auch alles mit eingearbeitet. Also der zukünftigen Ernte dürfte nichts im Weg stehen. Und so viele Jungpflanzen, wie ich habe, ja, da findet man genug Platz. Und was wir jetzt auch noch hier gemacht haben, ist, weil wir hier der Baum mit seinen Wurzeln im Weg ist, wollen wir hier noch mal ein bisschen mit Erde auffüllen, haben hier diese Abgrenzung gemacht, dass die Erde so ein bisschen angehäuft bleibt, und dann kommen hier auch noch mal ein paar Bohnen rein, damit die hier ein bisschen umwachsen können. Sonst hat sich hier im Schrebergarten nicht so viel getan. Mein Vater hat noch ein bisschen Pläne und Vorhaben, was wir hier hinten noch alles machen können. Da möchte er ein bisschen mit Erde auffüllen, damit es ein bisschen ebener ist. Da haben wir noch mal ein bisschen bessere Anbaufläche, aber da schauen wir mal, was sich noch alles so tun wird. Hier hat er zum Beispiel seine Handschuhe zum Trocknen hingelegt. Keine Ahnung, warum er das jetzt wieder gemacht hat. Egal, soll er ruhig machen. Und was ich auch gesehen habe beim Nachbarn da hinten, Vogelhäuschen, sieht man hier überall. Oder hier auch bei ihm, beim anderen Nachbarn. Ab und zu mal kann man hier ein paar Fische dann sehen, wenn sie so ein bisschen an die Oberfläche klatschen. Ist oft passiert, als wir hier gearbeitet haben. Ach, wirklich ein harmonischer und stiller Ort. Ich bin schon wirklich froh, dass ich hier diesen Schrebergarten habe. Kleines Plätzchen Natur mit einheimischen Pflanzen wie Bambus. So viel zum kleinen Update jetzt hier bei mir im Garten und im Schrebergarten natürlich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und bitte auch dabei die Glocke drücken, da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich könnt ihr auch Freunden, Bekannten und Familien von mir um eurem Projekt erzählen. Einfach diese Weiterempfehlung, damit wir uns gemeinsam hier in dem Leben, in der Natur zusammen treffen können. Ihr auch selber Inspirationen habt, die ihr vielleicht im Garten auch umsetzen könnt. So, jetzt werde ich ein bisschen weitermachen, die Sonne genießen, ein bisschen Sport machen, mich weiterdehnen und auch Tai Chi machen. Denn schließlich ist Bewegung, Leben, und wer rastet, der rostet. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr nicht rostet, sondern geht raus und bewegt euch. Energie, Energiefluss, Leben und was weiß ich auch. In diesem Sinne, ciao.